Derby war früher ein bisschen anders, weil man so regional verwurzelter war und so. Aber die Spieler waren an einem Ort und dann hat man sich gesehen auf irgendwelche Dorffeste. Also ich rede jetzt mal von den Dörfern und dann gab es da Kippelei und so. Oder dann mal Stadt zu Stadt, was weiß ich, Offenburg, Freiburg, OEV gegen Freiburg oder das ist was anderes. Heutzutage, wo alles so viel scheinbar so groß geworden ist, ist es auch ein bisschen anders. So Hoffenheim-Freiburg ist irgendwie ein Derby, aber viele Spieler kommen von irgendwo anders her. Ich habe schon 50 Mal oder viel mehr gegen Hoffenheim, Stuttgart und Karlsruhe gespielt, auch selber. Irgendwann wird es auch ein Stück weit Normalität und für die anderen Jungs aus Hoffenheim und so, die vielleicht nicht in Hoffenheim groß geworden sind und kommen, was weiß ich, aus Hannover oder aus Tirana oder irgendwo, für die ist dann halt nicht dieses Gefühl, wo der Vater schon immer gesagt hat, jetzt kicken wir gegen die und so. Und du bist immer auf dem Schoß gehockt und hast sozusagen mit der Muttermilch einzogen oder mit der Vatermilch dann. In dem Sinne. Also verbal. Und das ist ja, was dann mit dir was bewegt. Und wenn das nicht so ist, dann ist es halt weniger.